Ja, passt. Gut, herzlich willkommen. Also Java-Aufbaulehrgang haben wir Session 9. Heute geht es wieder Objektorientierung. Geht es ein bisschen weiter. Und heute möchte ich gern Richtung Klassenstrukturen ein bisschen genauer noch gehen und vielleicht, dass wir schaffen, dass wir sogar den Konstruktor machen, weil das ist auch ganz ein wichtiger Punkt in dem Ganzen. Und das möchte ich jetzt dann auch gleich sagen, damit wir da haben. Heute habe ich mir endlich wieder mal ein gescheites Programm, nämlich heute kann ich IntelliJ programmieren. Ich habe zwar noch ein Problem mit meiner JDK, aber ich habe das Ganze dann da jetzt einmal so gestartet. Und Ausgangspunkt für uns ist immer ein leeres Programm, wissen wir. Gell? Ein leeres Programm ist immer schlau, wenn man das halt irgendwie testen kann, wissen wir. Gell? Dann können wir halt da irgendwie das testen, können wir schreiben System out, System.out.println, Hello World, gell, oder Test oder so. Immer schlau, wenn ich mir am Anfang mal so eine Grundstruktur bastel und das Ganze mal teste. Gell. Ich habe jetzt diese JDK gar nicht installiert, deswegen kann ich das jetzt gar nicht großartig testen, aber ich vertraue mal drauf, dass man die Fehler, die ich mache, jetzt nicht so gravierend sind. Vielleicht vergisse ich irgendwo was. Wenn ich was vergisst, dann sagt es einfach. Gell? Aber wir haben gesagt, wenn wir jetzt in der Objektorientierung sind, dann ist es mir ganz wichtig, dass wir verstehen, was Klassen sind. Und wir versuchen einfach so übergeordnete Strukturen zu bauen. Und diese übergeordneten Strukturen, diese übergeordneten Schablonen, die nennt man Klassen. Gell? Und da haben wir gesagt, wie tun wir das? Da gehen wir auf File, New File, Java Class oder so. Gehen wir da rein. Ich habe schon eine vorbereitet, meine Klasse. Gell? Habe die schon vorbereitet. Also wieder File, New Class. Und bei mir heißt die Klasse, die ich vorbereitet habe, die heißt einmal Human. Also ich möchte jetzt gern eine grundlegende Struktur erzeugen für einen Menschen. Das heißt, beim Menschen grundsätzlich kann man sagen, der hat gewisse Eigenschaften. Da haben wir auch gesagt, oft eine wichtige Eigenschaft, die oft vergessen wird, weil wenn man so Klassen konstruiert, dann ist das der Name oder die ID oder Sozialversicherungsnummer, gell? Und so weiter. Das heißt, das ist ja diese Eigenschaften, die wir da drin haben. Und diese Eigenschaften, haben wir gesagt, diese nennen wir Attribute. Gell? Das nennen wir Attribute. Das ist einmal ganz ein wichtiger Punkt. Und das Zweite, was wir gesagt haben, ja, wir könnten auch zum Beispiel, wenn wir jetzt Richtung Spieleentwicklung gehen oder Richtung Handy-Apps gehen oder so, aber heute machen wir Richtung Spieleentwicklung wieder. Ich finde das Thema einfach nie schlecht, weil alles, was Richtung Spieleentwicklung konzipiert worden ist, hat einfach ganz viel mit Objektorientierung zu tun. Das heißt, viele Leute sagen auch, die ganze Objektorientierung ist generiert worden, ist erzeugt worden, weil die Spielentwicklung das braucht hat. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt ein Spiel habt, dann habe ich ganz oft verschiedene Charakter, die einfach alle einen Namen haben, und alle Impact Points und Health Points und Schwerter und Special Skills und Levels und Textures und alles und so weiter haben. Aber die grundlegende Struktur von diesen einzelnen Gegnern oder Orks oder Menschen oder so weiter, ist ja immer die gleiche. Gell? Das heißt, deswegen ist Objektorientierung so wichtig, dass ich, wenn ich solche Sachen baue, dass ich das auch irgendwie verstehe, diese Eigenschaften. Gell? Diese Eigenschaften, die ich da irgendwie da drinnen habe. Und heute ist auch das erste Mal, dass ich auch so ein bisschen so einen nicht fertigen Block dann reinschmeiße, das erst dann soll es probieren, vielleicht irgendwie ausprogrammieren oder so. Das war vielleicht auch nicht blöd, aber dazu später noch ein bisschen mehr. Da haben wir gedacht, vielleicht könnt ihr das heute mal ein bisschen probieren. Ich helfe euch natürlich dann, wenn ihr das dann nicht checkt. Das heißt, eine Klasse hat immer einmal auf jeden Fall Attribute, haben wir gesagt. Ja, da sind wir immer noch bei der Wiederholung von letztes Mal. Und Attribute sind einfach gewisse Eigenschaften. Jetzt dazu ein bisschen neue Information. In Java ist es so konzipiert einmal, dass ich mal da oben ein Public dazu schreibe. Und Public bedeutet öffentlich. Und das heißt, ich kann diese gesamten Komponenten, die in dieser Klasse sich befinden, kann ich verändern von außen. Das heißt, ich kann überall von außen, kann ich auf diese Klassen
Objekte oder diese Klassenattribute, Entschuldigung, diese Klassenattribute drauf zugreifen. Gell? Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Das heißt, ich kann, wenn ich da public schreibe, kann ich mal diese ganze Klasse offen lassen. Das ist zwar, wenn ich jetzt das hacken will, ist das zwar jetzt nicht so schlau, weil das ist ja von außen hin ist das total offen zugänglich, aber es ist dann am Anfang sowieso mal nicht blöd, wenn ich mal alles öffentlich lasse. Gell? Das ist mal nicht schlecht. Nachher werden wir ein paar andere wichtige Sachen kennenlernen, wie zum Beispiel Private oder Protected. Die werden wir dann sehen, warum das dann so wichtig ist, dass wir unsere Klassen schützen. Müsst ihr euch vorstellen, wenn ich jetzt so eine Klasse mache mit Bankkunde, dann möchte ich ja nicht, dass der, wenn der am Bankomat steht, dass der jeder den IBAN lesen kann oder die Sozialversicherung lesen kann und so weiter. Dass wenn alles in der Realität öffentlich war, dann würden einfach diese Daten ganz viel herumgeschickt werden. Das ist zum Beispiel ganz was Wesentliches. Gell? Aber da gibt es wirklich viel, also zum Beispiel die meisten Sachen in der Finanzwelt oder in der Realität, wenn es jetzt irgendwo bist, Sozialversicherung oder was, die sind natürlich ganz viel protected in unserer Welt und die sind auch fast alle in Java geschrieben. Also auch die Strukturen dahinter sind mittlerweile fast alle in Java geschrieben. Also ich habe gerade heute mit wem zum Tor gehabt beim Finanzamt und die Sachen, die Software da ist alles in Java zum Beispiel geschrieben. Aber wurscht, da war ja mal egal. Jetzt haben wir gesagt, das sind unsere Attribute und wenn wir zum Beispiel in der Main da jetzt irgendwie zurückkehren, dann kann ich das System out printline, das kann ich jetzt dabei mal schleichen. Ich kann es mal auskommentieren, wie es mal mittlerweile. Ich möchte es vielleicht nicht löschen, sondern möchte es nochmal haben. Und jetzt möchte ich gerne einen neuen Menschen machen. Und jetzt haben wir gesagt, neuer Menschen machen wir einfach, indem wir was schreiben? Human, diese Variable kann ich nennen, wie will, x oder h1 oder manche Leute schreiben mal klein human hin. Manche Leute schreiben Franzi hin, was ich nicht so schlau finde, weil dann glaubt man schon, dass der Franzi heißt. Ich schreibe zum Beispiel hin, in dem Fall H1, ist gleich. Wichtiges Schlüsselwort new, human, runde Klammer auf, runde Klammer zu, Strichpunkt. Das heißt, wir wissen, wir können jetzt einen neuen Menschen machen, indem wir einfach so eine Zeile dann schreiben. Mit dem Operator new können wir einfach einen neuen Menschen machen. Ich kann aber natürlich einen zweiten Menschen machen, der einfach dann H2 heißt und so weiter. Und um jetzt auf diese einzelnen Komponenten drauf zuzugreifen, kann ich ja immer, zum Beispiel könnt ihr jetzt schreiben, also ich generiere mir zuerst einmal meine zwei Menschen und dann halt ganz einfach wieder gesagt, was wir gesagt haben, ja, wie heißt du Mensch 1 oder so? Dann wissen wir, dann kann ich halt einmal einen Scanner machen, gell? Wissen wir auch wieder. Das ist alles, das erkläre ich jetzt gar nicht mehr, weil das haben wir schon so oft gehabt. New Scanner System.in. Scanner sehen wir eh, braucht man fast immer. Gell? Scanner braucht man fast alle. Import Class, Java Util haben wir nicht dazu. Wie gesagt, wir brauchen das da oben, gell? Wissen wir auch schon. Und dann, aber jetzt so. Wie kann ich jetzt auf diesen H1 oder diese H2, dieses Backerl, dieses H1, das ist ja ein Mensch. Diese zwei Buchstaben, das bedeutet, das ist ein Mensch. Und jeder Mensch, den ich mir gebastelt habe, der hat ja einen Namen und der hat Health Points und der hat 3 Millionen andere Sachen, was ich generiere. Das heißt, wenn ich jetzt diese einzelnen Komponenten befüllen möchte, wissen wir, dann könnt ihr jetzt auf das zugreifen, indem ich was schreibe, H1 Punkt. Gell? Mit H1 Punkt kann ich in diese Klasse hinein, ich kann diese einzelnen Komponenten befüllen. Gell? Wenn wir eine Frage einfach unterbrechen, gell? Wir sind nicht in der Schule einfach. Okay? Anna, was ist los? Verzeih. Ja, hallo, ich bin gerade erst eingestiegen. Problem. Und ich habe jetzt einiges verpasst. Was muss ich machen? Mach da bitte eine Klasse Human, okay? Geht das? Wie mache ich denn eine Klasse? Also ja, gehst du her. File New Java Class. Also einfach New File, oder? New, genau. Dann Java Class, gell? Das ist das.
File New Java Class. Ohne Scheiß. Ah, okay. Ja. Passt, danke. Aber wir haben eh nachher noch genug Zeit, dass das. Ich schicke es nachher nicht in den Code rein und so, gell? Aber kein Stress. Okay, passt, danke. Ja, sowieso. Das heißt, wenn jetzt auf diese einzelnen Komponenten drauf zugreifen musst, dann wissen wir, haben wir auch schon gesagt, H1.HealthPoints. Ich kann wirklich in diese ganzen Komponenten, in diese einzelnen Attribute, was ich da drin habe, drauf zugreifen. Das heißt, ich kann da schreiben, H1.HealthPoints. So, ist gleich. Und jetzt kann ich halt diesen Scanner verwenden. Eingabe, Punkt von mir aus, HealthPoints, wieder Integer schreiben. Und deswegen schreiben wir da eine Int. Gell? Ja, Jonathan, wenn du denkst, da möchtest du irgendwas dazu sagen, sagst du es einfach, gell? Ist wurscht. Ah, du, der David ist auch da jetzt. Ah, David ist auch da. Hey, David, super. Hey, Leute, voll cool. Jonathan und der David, meine jetzt mal besten Programmierer, die ich habe, die sind heute dabei. Voll cool. Und sag mal, dass da ein bisschen, wenn ihr euch denkt, es möchte irgendwas sagen, dann sagt es auch, gell? Okay? Ja, passt. Gefällt mir. Also ich mache mal da so einzelne Geschichten. Also wenn man da jetzt mal auf dieses Einzelne da zugreifen kann und so weiter. Das ist bis jetzt eigentlich immer nur eine Wiederholung, gell? Aber was jetzt nochmal wichtig ist, weil das jetzt ganz wichtig ist, dass man das von Anfang an checkt und dass man immer das im Hinterkopf hat. Das H1 da, gell? Dieses H1, das ist ein Objekt. Okay? Das ist das Objekt. Die Schablone, wie jeder Mensch auszusehen hat, das ist die Klasse. Okay? Die Klasse, fertige Schablone. Aber wenn ich aus der Klasse, aus dieser Schablone dann was machen möchte, und dann mache ich mal zum Beispiel einen neuen Menschen, dann ist dieser Mensch oder dieses Teil da, dieses H1 oder dieses H2 oder whatever, das ist dann ein Objekt. Und deswegen heißt das Ganze auch Objektorientierung. Gell? Und wenn wir zum Beispiel gesagt haben, ja, okay, und also nicht wie heißt du Mensch, sondern ich könnte schreiben, wie viele Health Points hast du, könnte man sagen, nicht wie viele Health Points hast du Mensch 1, ja, sowas. Und das könnt ihr natürlich auch wieder kopieren. Natürlich wissen wir, da könnte man es auch schon in eine Schleifenstruktur bringen. Ja. Da geht es jetzt auch noch darum, schon langsam diese Komponenten ein bisschen zusammenzufügen. Wir werden da jetzt ja einige Zeit damit verbringen, dass das einmal sauber macht. Und da zum Beispiel, wie heißt du, könnt ihr da jetzt einschreiben. Wie heißt du Mensch 1 oder so? Immer noch Wiederholung, da wissen wir, wenn ich zum Beispiel... Entschuldigung. Auch, ja? Entschuldigung, dass ich nochmal unterbrechen muss, aber bei mir gibt es dieses New mit dem Java-Class nicht. Warte mal, gleich. Also, was machst du genau? Oh. Ja, weil ich hier vorher gesagt habe, dass ich da auf File gehen muss, dann auf New und dann auf Java-Class. Ja. Ist ja, sowas. Ja, und ich finde das aber mit den... Was das findest, ne? Genau, aber bei mir gibt es dieses... Nein, hat wer, hat wer... Fall drin. Du kannst uns auf Source auch gehen, glaube ich, oder? Kann das sein? Dann mal schauen, warte mal. Source, schau, siehst du da? Rechter Mausklick drauf, siehst du das bei mir? Was? Siehst du das? Rechter Maus. Auf Source, gell? Das ist auch. Oh Gott, jetzt bin ich komplett überfordert. Ich war beim letzten Mal bei diesem Web-Developing dabei und jetzt käme ich gar nicht mehr mit. Naja, das ist ja Java halt, gell? Oh. Können Sie einen eigenen Raum erstellen, damit der David und die das uns kurz erklären können? Sonst schreibst du einfach in den Chat rein und dann macht es euch selber einfach gar raus aus, oder? Das wäre cool, oder? Wenn's geht. Anna, geht das? Ja, wie? Was? Entschuldigung. Schreib in den Chat einfach rein, dein WhatsApp oder so. Dann schreibt er der Joni oder der Dinge, dann helfen sie dir gleich, oder? Passt das? Ja, passt, danke. Aber in den Chat einfach deine Nummer reinschreiben und dann kann ich normal werden. Wie sehr hast du mich vermisst? Passt. Okay, passt, danke. Ja, sowieso. Gell? Wie gesagt, das ist heute ist nicht Web-Development, heute sind wir Java, gell? Ein Aufbaukurs. Gut, das heißt, da wenn ich zum Beispiel diese einzelnen Komponenten habe, habe ich mir das. Gell? Und jetzt haben wir aber gesagt,
Jetzt möchten wir ja gern nicht nur Attribute haben, sondern jetzt möchte ich ja gern diese Klasse sollte ja irgendwas kennen. Gell? Diese Klasse sollte irgendwas kennen. Und zum Beispiel jeder Mensch, den ich habe, der soll zum Beispiel auch irgendwie, zum Beispiel, der soll da, wenn ich jetzt ein Computerspiel denke, zum Beispiel, wenn ich ein Computerspiel denke, dann könnte der gewinnen, dann könnte der verlieren. Und jedes Mal, wenn er verliert, dann werden ihm Health Points abgezogen. Und jedes Mal, wenn er gewinnt, dann kriegt er Health Points dazu. Oder wenn er voll viel gewinnt, dann könnte er zum Beispiel auf einen neuen Level kommen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel bezogen auf ein Computerspiel gehe, dann könnte ich da auch zum Beispiel reinschreiben, Level oder so. Könnt ihr reinschreiben, wo ich mich gerade befinde im Computerspiel. Ist ja auch oft ein wichtiger Punkt. Wenn zum Beispiel, oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel Apps entwickeln möchte, dann ist auch immer wichtig, in welcher Hierarchie befinde ich mich oder wo bin ich denn gerade. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt. Und jetzt möchte ich ja gern Sachen machen, die der Mensch machen kann. Ja, das heißt, wenn ich jetzt was machen möchte, dann haben wir gesagt, wir brauchen da Funktionen, die uns das erzeugen. Und Funktionen haben wir gelernt schon, wie die ausschauen. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, die schaut zum Beispiel aus, void, und dann kann ich die Funktion nennen, wie ich will. Zum Beispiel, wenn jetzt, ich möchte gerne mal, dass die Funktion lose heißt, also dass sie einfach verlieren. Und dann wissen wir, die Grundstruktur von einer Funktion schaut einmal so aus. Zuerst der Rückgabewert, dann der Name, void wissen wir, alles, was in der Funktion passieren soll, soll in der Funktion bleiben. Es wird nichts weitergeschickt werden. Und der Name der Funktion schaut dann einfach aus, lose, zum Beispiel so. Dann könnte man sagen, okay, ja, jedes Mal, wenn ich verliere, dann sollten irgendwie die Health Points sollten sie irgendwie minimieren. Zum Beispiel sollte einfach jedes Mal, wenn ich verliere, dann sollte einfach die Health Points erniedrigt werden. Also zum Beispiel um 1 abgezogen wird. Gell? Das heißt, solche einfachen Methoden kann ich mal natürlich da jetzt einmal erzeugen. Wissen wir, lose kann die machen, dann kann die win machen. Gell? Und jetzt kann ich natürlich bei win kann ich schreiben, einmal, also als Basisstruktur könnte man sagen, Health Points plus plus. Gell? Aber vielleicht möchte ich ja gern das ein bisschen professioneller machen oder ein bisschen umfangreicher machen. Vielleicht, wenn ich, vielleicht irgendwie abhängig vom Level oder so, wo ich mich gerade befinde, da sollte einfach dann zum Beispiel die Health Points dazukommen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie im Level 5 B, dann kriege ich 5 Health Points dazu. Wenn ich Level 10 B, kriege ich 10 Health Points dazu und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt natürlich da jetzt plus plus bedeutet ja immer nur, es sollte jedes Mal im 1 erhöht werden. Gell? Und das Ganze, was jetzt da mit den Health Points faselt, da, das ist jetzt nicht nur bezogen auf Computerspiele, gell? Sondern das ist ja in jeder Applikation, egal wo ich da irgendwie wo mich befinde, brauche ich solche Sachen. Gell? Dass ich irgendwas aufzähle, anzähle, das ist wurscht, ob das WhatsApp ist oder ob das irgendwie Facebook ist oder irgendwas ist. Oder ob das die Skiline ist, wo ich meine Tage aufzähle. Das ist ganz egal. Ich nehme halt oft gern Computerspiele her, weil man sich da voll gut was vorstellen kann. Aber zum Beispiel möchte ich jetzt gerne irgendwie, dass irgendwie die Health Points, die neuen Health Points, sind irgendwie die alten Health Points, sowas. Und dann könnte ich zum Beispiel als einfache Variante schreiben plus 5. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gewinne, kriege ich halt 5 Health Points dazu. Oder ich könnte natürlich schreiben Health Points plus Level mal irgendwas. Könnt ihr auch machen, gell? Das heißt, ich kriege natürlich abhängig von meinem Level, könnte ich was dazu geben. Das heißt, es gibt einen Haufen Varianten, wie ich sowas zum Beispiel schon mal pimpen kann. Und natürlich wissen wir, dass ich da zum Beispiel auch reinschreiben könnte, systemout.println, gell? Könnte ich reinschreiben, deine neuen Health Points oder so. Das könnte man ja alles machen, gell? Das könnt ihr ja schon ein bisschen probieren, auch, solche Sachen. Deine neuen Health Points. Da geht es ja gar nicht so viel um das jetzt einmal, dass das so viel nice ist, sondern geht es eher um das, dass das Ganze ein bisschen übt, sondern ein bisschen diese Strukturen da durchgeht. Weil diese Strukturen, die da dahinter sind, die sind so voll wichtig. Gell? Das ist mal das.
Und das war eigentlich jetzt auch noch nicht großartig was Neues. Das, was jetzt neu kommt, ist einmal, dass man versucht, da drin natürlich mal Methoden zu schreiben, die vielleicht da noch ein bisschen mehr an Sinn haben und Methoden zu schreiben, die ja wirklich Rückgabewerte haben. Das ist zum Beispiel jetzt was Neues, das werden wir uns nächstes Mal dafür beschäftigen. Und heute machen wir was, eine Grundstruktur, die ganz wichtig ist, die man eigentlich dann immer, wenn man eine Klasse generiert, baut. Und das ist der sogenannte Konstruktor. Und das werden wir eigentlich immer dann machen. Und jetzt stellen wir uns vor, ich befinde mich jetzt in einem Computerspiel. Und ich möchte jedes Mal, wenn ich jetzt einen neuen Menschen in mein Computerspiel mache, dann sollte der mal 100 Health Points kriegen, so als Startwert. Gell? So als Startwert, jedes Mal, wenn ich einen neuen Menschen mache, dann sollte der irgendwie 100 Health Points kriegen. Und für das gibt es den sogenannten Konstruktor. Das heißt, ein Konstruktor nimmt man her, wenn ich ein neues Objekt erzeuge und dieses Objekt füttern möchte mit grundsätzlichen Daten, mit Basisdaten. Also zum Beispiel, wenn sich jetzt eine neue Vorteilskarte beim Zug kauft, dann ist da früher umgestanden Max Mustermann. Das sind zum Beispiel so Basisdaten. Oder wenn es ein Computerspiel macht, dann sollte die Textur mal grau sein und der Level sollte 0 sein und die Leben sollen 100 sein und so weiter und so weiter. Oder wenn ihr ein Auto kauft, dann sollte es mal 4 Reifen haben. Und wenn ihr einen neuen Bankkunden anlege, dann sollte die Sozialversicherung auf 0 sein und die Schulden auf 0 sein und so weiter. Gell? Kommt halt auf die Bank drauf. Aber solche Sachen. Das heißt, der Konstruktor, ich werde das Wort dann ein paar Mal sagen heute, der Konstruktor ist ganz was Mächtiges und den nimmt man ganz am Anfang, nimmt man den einmal her, um Sachen zu initialisieren. Okay? Um Sachen am Anfang festzusetzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen neuen Menschen machen möchte, dann sollte der neue Mensch zum Beispiel mal, in unserem Beispiel, sollte der 100 Health Points haben. Und wie macht man jetzt einen Konstruktor? Einen Konstruktor macht man einmal am Anfang, also machen wir es gleich ganz schlau, dass man da mal hinschreibt Public und dann heißt der Konstruktor immer gleich wie die Klasse selber. Das heißt in meinem Fall Human. Und dann mache ich runde Klammer auf, runde Klammer zu, geschwungene Klammer auf und geschwungene Klammer zu. Das ist einmal der leere Konstruktor. So schaut der mal aus. Der macht gar nichts. Ja, das ist einmal der leere Konstruktor. Und dieser leere Konstruktor heißt eigentlich nicht leerer Konstruktor in der Realität, sondern das ist der Basiskonstruktor. Konstruktor. Das ist der Basiskonstruktor. Und den brauche ich eigentlich ganz oft gar nicht, aber bitte merkt euch, es ist voll schlau, wenn ich immer am Anfang einen Basiskonstruktor dazu tue. Also so einen leeren Konstruktor tue ich den mal dazu. Der tut zwar nichts, der tut nur einen leeren Menschen machen später. Das heißt, das ist der Konstruktor, der da aufgerufen wird. Human, runde Klammer auf, runde Klammer zu, das ist der Konstruktor. Mach mir bitte einen leeren Menschen, heißt es. Mach mir bitte einen leeren Menschen, ohne irgendwas. Aber das Coole beim Konstruktor ist, erstens einmal, ich kann einen Haufen Konstruktoren schreiben und ich kann alle Konstruktoren so konzipieren, wie ich das Ganze möchte. Das heißt, ich kann jetzt auch einen zweiten Konstruktor schreiben und das Coole ist, ich kann ihn genau gleich nennen. Ich kann mal das Ganze, das was ich da habe, kann ich mal ganz normal kopieren. Und dann mal so weg wieder. Und der Konstruktor da kann ich mit so was füttern. Weil ich möchte gern einen Konstruktor schreiben, der zum Beispiel von der Tastatur oder der am Anfang zum Beispiel mal sagt, hey Alter, ich möchte gern wissen, wie viel Lebenspunkte das du hast. Und das möchte ich gern kriegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich einen neuen Menschen mache, dann möchte ich vielleicht irgendwie sagen können, okay, wie viele Lebenspunkte hat denn der? Und da kann ich diesen Konstruktor als Zutat, das wissen wir ja schon, das funktioniert wie bei einer Funktion, als Zutat können wir dem Ganzen einfach was reinschreiben. Nämlich zum Beispiel int
Zum Beispiel, ich schreibe jetzt mal eine H oder so für Health Points. Oder ich schreibe eine Health Points, aber ich schreibe davor hin nicht das gleiche Health Points, sondern Unterstrich. Nur so, zwecks der Gaudi, weil ich sagen möchte, dass das da nicht das gleiche ist wie das da. Okay? Das heißt zwar jetzt in dem Fall gleich, aber ich hätte es genauso X und Franzi und Seppi nennen können. Das ist wurscht. Das ist die Zutat, die jeder Konstruktor verwendet. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Menschen mache, dann kriege ich in meiner runden Klammer, da drinnen kriege ich einmal die Zutat. Das da drinnen kriege ich da einer. Und das Coole jetzt ist, und jetzt, wenn sich alles vergesst, was ich heute sage, dann ist es eigentlich wurscht, außer das, was ich jetzt sage, das wird es nie wieder vergessen. Nämlich, der Konstruktor kann auf alle Attribute in der Klasse zugreifen. Das heißt, der Konstruktor kann auf alles zugreifen. Das heißt, wenn ich dieses Attribut oder diesen Wert bekomme, oder, und mit dem möchte ich was machen, und dann kann ich in meinem Konstruktor reinschreiben, zum Beispiel, bitte setze meinen Wert für meine Health Points, bitte setzt es auf meinen Wert. Health Points ist gleich, und das schaut am Anfang ein bisschen eigenartig aus. Health Points. Strichpunkt. Was heißt das? Das heißt, wenn ich eine Zutat bekomme mit meinen Health Points, dieser Wert, der da drinnen steckt, der wird hierher kopiert. Und der wird aber in mein Attribut reingespeichert. Jetzt habe ich da ganz oft die Frage hier, Alter, was bringt das? Das ist sowieso, ich kann sowieso in meiner Main, kann ich schreiben, h1.healthpoints ist 100. Für was bringt der ganze Schmarrn? Jetzt müsst ihr euch dann vorstellen, jetzt ist die ganze Klasse nicht mehr public, sondern jede einzelne Komponente ist private, sprich, es ist geschützt. Ich kann von außen auf die ganze Klasse, auf alle Attribute, kann ich nicht mehr drauf zugreifen. Aber wenn ich einen Konstruktor dann schreibe, dann kann ich mittels dem Konstruktor auf alle Attribute in der Klasse drinnen zugreifen. Das werden wir uns nächstes Mal dafür beschäftigen. Aber heute geht es mir nur mal darum, dass man das erste Mal kennenlernt, so einen Konstruktor zu machen. Wie schaut das jetzt aus? Das ist jetzt mal die Struktur von einem Konstruktor. Wie gesagt, den braucht man eigentlich gar nicht, aber den schreiben wir trotzdem dazu. Weil den braucht manchmal Java. Den braucht es. Gell? Dann mal her. Aber jetzt, wie rufe ich jetzt das zum Beispiel auf? Jetzt habe ich einen Konstruktor gemacht, der mir so Health Points macht. Und ich weiß, das ist am Anfang nicht so einfach, aber wenn man das zum Beispiel jetzt verwendet, dann checkt man den Konstruktor. Nämlich, wenn ich mir jetzt einen neuen Menschen mache, jetzt machen wir da einen neuen Menschen, zum Beispiel human h3 oder so ist gleich new human. So. Und dann mache ich runde Klammer auf. Und dann kann ich zum Beispiel jetzt in meinen Konstruktor, weil der weiß, Alter, der möchte gern meinen neuen Menschen, meinen h3, gleich mit irgendwelchen Health Points füttern, weil ich es so möchte. Dann kann ich da gleich zum Beispiel reinschreiben 100. Strichpunkt. Und IntelliJ macht das gleich irgendwie schlauer und schreibt das irgendwie gleich so dazu. Schaut auch geil aus. Macht aber nicht überall. Gell? Das heißt, zum Beispiel kann ich dann gleich sagen, oder, okay, dann weiß der H3, der neue Mensch H3, der hat dann gleich 100 Punkte. Und natürlich kann ich jetzt, wenn ich da hergehe, könnt ihr natürlich noch einen Konstruktor schreiben, zum Beispiel so, kopiere das Ganze. Ich möchte gerne jetzt noch einen Konstruktor schreiben, der nicht nur die Health Points übernimmt, sondern der auch den Namen übernimmt. Und da kann ich zum Beispiel auch schreiben, String Name, und da kann ich zum Beispiel einmal, heute machen wir mal die alte Variante, nächstes Mal lernen wir auch die neue Variante, wie das ein bisschen eleganter wird. Aber zum Beispiel kann ich da jetzt noch einmal das gleiche Wort verwenden. Wenn ich das gleiche Wort verwende, dann kann ich da jetzt zum Beispiel wieder
unterstrich Name, kann ich da reinschreiben. Name ist gleich unterstrich Name. Wie gesagt, die Reihenfolge in dem Fall, ja, ist egal. Ich weiß, das kann vielleicht für manche verwirrend sein. Da hätte ich genauso schreiben können X und X, gell? Hätte ich genauso schreiben können, wenn es für manche leichter ist. Mir geht es nur darum, ich möchte es gerne ein bisschen elegant schon programmieren und ich möchte es gerne aber sauber programmieren. Gell? Wenn ich da jetzt X und Y hinschreibe, kann ich natürlich machen. Finde ich persönlich aber nicht schön. Ich finde, wo ich das gelernt habe, da habe ich das zum Beispiel wirklich so gelernt. Mein Professor hat gesagt, da schreibst du einfach zu dem Attribut, was du befüllen möchtest, schreibst du einfach vorne einen Unterstrich dazu, weil dann weiß man, Alter, das ist ein Attribut, aber das kommt irgendwo her. Das ist der Input. Gell? Dieser Input, das ist nämlich gar keine schlechte Variante. Natürlich kann ich da X und Y und Franzi und Seppi schreiben. Das ist voll wurscht. Aber was ist jetzt der Sinn von dem Ganzen, wenn ich da jetzt wieder einen Konstruktor mache? Was ist denn da jetzt der Sinn? Jetzt kann ich zum Beispiel da wieder zum Beispiel noch einen Menschen machen. Gell? Also noch einen Menschen. Heute geht es ja voll viel um Struktur. Gell? Das merkt ihr ja. Heute haben wir gar nicht so viel Code geschrieben, sondern heute schreiben wir ja, heute geht es voll viel um Struktur, die wir nachher die ganze Zeit brauchen. Egal, ob das dann eine Handy-App ist oder ein Computerspiel ist. Und deswegen ist das so wichtig. Das heißt, da kann ich zum Beispiel Human H4 kann ich zum Beispiel schreiben. Und der sollte aber gleich am Anfang sollte der heißen, der sollte irgendwie heißen, wie sollte der heißen? Also Human, so, zack. Und das sollte heißen, Darth Vader, so, keine Ahnung. Das ist kein Mensch, weil wurscht, der heißt halt Arnold, das ist egal. Der heißt Arnold und der heißt, zum Beispiel hat der wie viele Lebenspunkte? Der hat dann einfach 200. Das ist ja wurscht. Und das Coole in IntelliJ ist halt einfach, der checkt halt gleich automatisch selber, wo es dann dazugehört, welcher Konstruktor das ist. Und da kann ich dann wieder auf diese einzelnen Komponenten, brauche ich das nicht mehr befüllen. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel den ganzen Schmarrn, den ich da unten dann geschrieben habe, das kann ich mir komplett sparen, weil ich kann es in alles in einer Zeile initialisieren. Ich kann es alles in einer Zeile zusammenbauen und ich brauche diesen ganzen Blödsinn da unten dann nicht mehr. Das brauche ich eigentlich alles nicht mehr. Das heißt, ich kann dann meine Basissachen mal machen. Natürlich kann ich dann später das Ganze irgendwie anderswertig einbauen oder einlesen mit einem Scanner. Aber wenn ich das mittels einem Konstruktor machen möchte, was ich immer brauche, das brauche ich, egal was ich mache, brauche ich am Anfang irgendwie so Standardwerte. Gell? Egal, was das jetzt ein Computerspiel ist oder irgendwas, brauche ich diese Werte. Und wenn ich diese Werte dann initialisieren möchte, dann verwenden wir da einen Konstruktor. Und diese Konstruktoren sind voll die geilen Sachen. Ist am Anfang ein bisschen, vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die meisten Leute checken das relativ schnell, für was, dass ich das dann brauche. Das ist das, glaube ich, was so wichtig ist. Das heißt, jetzt war mein Input einmal fertig. Jetzt war einfach cool, wenn es zum Beispiel jetzt wirklich herumprobiert ein bisschen. Also einfach wirklich probiert ein bisschen, entweder eine neue Klasse zu machen oder wirklich, wenn es das schon checkt, neue Methoden zu machen, wo wirklich da drinnen schon Rückgabewerte stehen. Vielleicht keine Void-Funktion mehr schreiben, Return. Einfach eure Sachen ein bisschen genereller zum Bauen und so. Und jetzt haben wir noch gute 20 Minuten Zeit und da könnt ihr euch das ja nachher noch gut helfen. Ich schicke euch da jetzt den Code dann also aufgeteilt in die einzelnen Komponenten und ich werde dann auch diese Aufzeichnungen auch wieder stoppen und ich bin jetzt natürlich für eure Fragen wieder, stehe ich wieder zur Verfügung.